So schnell kann es gehen. Schon beim letzten Thema von diesem vorletzten Thema. Kreissektor, Kreisbogen, Kreissegment. Ja, das sind jetzt wirklich etwas schwierigere Wörter, die man auseinanderhalten muss. Als erstes schauen wir uns den Kreissektor an. Kreissektor, da kann man sich merken, ist wie ein Kuchenstück. Also ich schneide quasi aus dem Kreis einen Sektor aus. Und zwar immer so, dass ich quasi von außen bis zum Mittelpunkt gehe und dann nochmal von außen bis zum Mittelpunkt gehe. Dadurch entsteht ein Winkel, ja, ein bestimmter Winkel. Den kann ich dann messen zwischen diesen beiden Schnittpunkten oder Schnitten, die ich hier reinsetze. Dieser ganze Flächeninhalt ist also der Kreissektor. Von diesem Kreissektor kann man tatsächlich den Flächeninhalt bestimmen. Wir müssen ein bisschen ausholen. Stellt euch mal vor, der Winkel Alpha ist 360 Grad. Dann ist doch der Kreissektor quasi der ganze Kreis, also die ganze Kreisfläche. Und von der ganzen Kreisfläche wissen wir, dass der Flächeninhalt r Quadrat mal Pi ist. Also, das heißt, bei 360 Grad sind es r Quadrat Pi. Ganz einfach wird es bei einem Grad. Also, wenn quasi der Kreissektor aus einem Grad hier besteht oder einen Grad als Winkelmaß dazwischen hat, dann muss ich doch eigentlich nur quasi den Gesamtkreis geteilt durch 360 Grad rechnen. Also ein Kreissektor mit einem Grad Winkel zwischen den beiden Schnitten, der würde dann so berechnet werden. Und dann wird es auch relativ einfach, weil wenn ich jetzt von einem Grad auf zum Beispiel 70 Grad kommen will, dann muss ich doch nur noch diese Rechnung mal die 70 Grad rechnen. Oder allgemein für Alpha, ich muss einfach das, was ich quasi durch 360 geteilt habe, also den Teil da vorne, einfach nochmal Alpha rechnen. Jetzt schaut es nicht nach unbedingt einer schönen Rechnung aus. Deswegen hat man sich auf folgende Rechnung geeinigt. R Quadrat mal Pi mal, und dann rechnet man eben nicht erst geteilt durch 360, sondern erst mal Alpha und nimmt es mit den 360 Grad in den Nenner. Ist also genau das gleiche, wie hier dran steht. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich den Radius kenne, und wenn ich den Winkel zwischen diesen beiden Schnitten kenne, kann ich eben die ganze Fläche oder dieses ganze Kuchenstück berechnen. Relativ einfach, wenn man diese Formel kennt. Der Kreisbogen, das ist die Linie, die quasi vom Umfang übrig ist, wenn man was ausgeschnitten hat. Also nochmal, ich schneide hier wieder mein Kuchenstück aus und jetzt möchte ich wissen, wie lang ist dieser Kreisbogen, also dieser Teil vom Gesamtumfang. Das geht genauso wie hier. Würden wir uns vorstellen, dass der Winkel 360 Grad ist, dann hätten wir den kompletten Umfang, nämlich 2rπ. Heißt wieder, teile ich durch 360 Grad, weiß ich, wie viel diese Kreisbogen für 1 Grad hat. Und mal Alpha gerechnet, komme ich dann eben wieder auf den Kreisbogen, auf die Komplettlinie hier. Das heißt, einen Kreisbogen in dem Fall könnte ich berechnen, wenn ich den Radius kennen täte und das Winkelmaß zwischen den beiden Schnitten kennen täte. Dann könnte ich diese Streckenlänge oder diese Linienlänge berechnen. Eine Strecke ist ja nicht, weil es ja gebogen ist. So, damit haben wir jetzt auch wieder zwei Formeln, mit denen wir rumhantieren können und die wir tatsächlich in der Abschlussprüfung auch brauchen. Was als drittes noch fehlt, was ganz selten, aber auch ab und zu drankommt, ist das sogenannte Kreissegment. Ich habe das jetzt hier nicht so sauber gezeichnet und konnte es auch nicht farbig markieren. Das Kreissegment ist nichts anderes als quasi der Schnitt hier dran, also eine Fläche. Das heißt, hier entsteht durch diesen Schnitt, den wir einfach in den Kreis setzen, den können wir auch hier setzen oder können wir auch hier setzen, entsteht quasi so wie so ein Hütchen. Also hier ist der Deckel unten drauf und dann kommt so ein Hütchen drauf. Und wenn ich diese Fläche berechnen will, dann muss ich einfach Kreissektor, also den gesamten hier, den Kreissektor bestimmen. Den weiß ich ja jetzt, wie der geht mit dieser Formel. Minus das Dreieck, das dadurch entsteht. Und dann erhalte ich diesen Flächeninhalt von diesem Hütchen. Auch diese Formel kommt häufiger vor. Schöne für das Dreieck ist, das Dreieck kann man relativ leicht berechnen, nämlich mit dem Sinus-Dreiecksflächensatz. Denn Seite und der Winkel sind ja gegeben. Seite ist der Radius, Seite ist der Radius. Also das heißt zweimal das gleiche. Und dazwischen der Winkel ist meistens auch gegeben oder ich kann ihn berechnen. Ja, das waren die letzten drei Formeln. Die sollte man auch noch auswendig lernen.